Die Ungarndeutschen von Bonhard und seiner Umgebung sind sehr aktiv. An den von der deutschen Selbstverwaltung organisierten Programmen nehmen immer viele Interessenten teil. So war es auch am letzten April-Dienstag, als im Rahmen der Programmreihe Gespräche über Vergangenheit und Gegenwart Dr. Hermann Helmut Bechter mit dem Autor des Romans Durch die Hülle, Thomas Becker, ein Gespräch führte. Meines Erachtens sind diese Abende enorm wichtig für unsere Gemeinschaft. In Ungarn gibt es, in Bonnard gibt es eine Gemeinschaft, die es für sehr wichtig hält, dass die deutsche Kultur und die deutsche Sprache und Literatur hier erhalten bleibt. Wir werden heute das Buch von Thomas Becker vorstellen. Er hat einen interessanten Roman geschrieben über die geschichtlichen Ereignisse in den 1940er Jahren hier in unserer Umgebung im Komitat Tolnau. Und zwar im Zusammenhang mit der Vertreibung der Ungarndeutschen bzw. mit den ersten Internierungen im Jahre 1945. Und im Buch geht es darum, dass der Autor mit literarischen Mitteln diese historischen Ereignisse behandelt und diese bearbeitet. Dieses Buch repräsentiert in diesem Sinne eine Etappe unserer Geschichte. Und daraus können wir natürlich alle mehr lernen, als wir aus den Geschichtsbüchern früher gelesen haben. Also es ist eine wahre Geschichte, die ich geschrieben habe. Diese Geschichte, die begleitete mich mein ganzes Leben lang, weil meine Großmutter ist die Hauptfigur in diesem Buch und die erlebte das Ganze. Und mein ganzes Leben lang habe ich davon gehört, Dessin Lendl, Selin Lendl. Und da, als ich dann schon wusste, und da habe ich mir das vorgenommen, dass ich diese Geschichte abschreibe, dass die Leute, die keine Ahnung davon haben, auch etwas wissen davon, was das war und wie. Und dann lebte noch die Großmutter, und was ich nicht so wusste, da habe ich dann gefragt, wie jetzt bin ich da und jetzt bin ich dort im Roman, wie ist es dann weitergegangen und wie. Und so habe ich das dann abgeschrieben. Nun, ich denke deswegen, weil das ist in der ungarländischen Geschichte ein schwarzer Punkt. Also viele, wir wissen von Rezsk, wir wissen von überall, was war, aber das Lendl, diese Geschichte ist ein schwarzer Punkt. Und dass die Leute wissen sollen, was da war und weswegen. Viele waren in den Reihen des Publikums, deren Familie entweder von der Aussiedlung oder Internierung betroffen war. Die bedeuten viel, viel, sehr viel. Weil unsere Eltern ja Erster Weltkrieg, Zweite Auslieferung und so weiter und so fort. Und alle Vorfahren leider wurden hinausgetrieben. Allein wir blieben hier. Und deswegen sind diese allerhand, wie soll ich so, jetzt war das 75. Jubiläum und Denkmalfeier. Das war fantastisch. Das war einfach fantastisch. Wir könnten noch eine Cousine, die erste Cousine leben noch in Deutschland. Und wir könnten dann ihnen die Zeitungen schicken. Katalin Hajduk-Koch wurde im Alter von 6 Jahren samt ihrer Familie in das Schoss von Lendl verschleppt. Das war nicht schön, nicht gut. Stark, stark warm war es. Und dann hatten wir kein Wasser zu trinken. Und auf dem Boden, drauf auf dem Boden haben wir geschlafen. Stroh war hier gestrahlt und dort haben wir geschlafen. Wir waren viele Kinder. Ich war 6 Jahre alt. Und mein Vater, der ist noch gegangen und hat ein Glas gefunden. Dann hat er uns Wasser gebracht in dem Glas. Das haben wir noch getrunken, das war noch zu wenig. Stark großer Durst hatten wir. Wie viele Tage waren Sie dort? Wie viele Tage? Ja, eine Woche ziemlich. Ja, so 5-6 Tage. Und dann haben sie uns heimgelassen, weil unser Vater, das war Banyas. Und darum haben wir noch heimgehen, weil er gearbeitet hat in die Grube. Ich denke, wir bleiben noch zusammen. Also das ist auch der Sinn der Sache, dass die Leute zusammenbleiben und auch noch weiterhin diskutieren. Ich denke, dass es ein großes Interesse stattfindet und das hat die deutsche Selbstverwaltung bzw. diese kulturelle Gemeinschaft, die das zusammenfängt, auch gesehen. Und wir möchten das auch in der Zukunft, denke ich, weiterbringen mit verschiedenen Themen über Literatur, Geschichte, über unsere Kultur, vielleicht auch über volkstümliche Themen, die uns interessieren.
Alle Gäste sind herzlich eingeladen und wir freuen uns darüber, wenn wir zusammenkommen und auch in deutscher oder in ungarischer Sprache Gespräche führen können und Erfahrungen austauschen können.